Papier, Papier und nochmals Papier. So sehen die Vorbereitungen für die Session im Grossen Rat aus. Das soll sich ändern. Die elektronische Zustellung der Dokumente via iPad und Dropbox löst den Postversand mehr und mehr ab. Dominik Gross, Leiter des Ratssekretariats, hat ein ehrgeiziges Ziel. Ja, unser Ziel ist ein papierloses Parlament. Die Vorteile sind, die Ratsmitglieder haben jederzeit und von überall her Zugriff auf die Unterlagen. Sie brauchen nur noch das mobile Gerät mitzunehmen. Der Datenaustausch erfolgt rasch, einfach. Die Geräte sind relativ einfach zu bedienen, was uns auch jeweils von den Ratsmitgliedern bestätigt wird. Nach einer einjährigen Pilotphase kann sich nun jede Grossrätin und jeder Grossrat für den papierlosen elektronischen Geschäftsverkehr anmelden. Das iPad wird dann vom Kanton zur Verfügung gestellt. Heute arbeiten bereits 90 der 120 Mitglieder des Grossen Rates mit dem iPad und verzichten auf die Postzustellung der Kommissions- und Sessionsunterlagen. Christian Hartmann war einer der Ersten. Mittlerweile hat er sich an sein iPad gewöhnt. Also, quel non desse più no. E sto dir que es schon quel chose flott. Is a tuat, is un un in mem, si svolas centedes, es po preparere, venia d'una col tren, si venia in cinquel chose da nostra secretari, si posa in celer, e posa in preparer, e scudit, e non è più del portiere, si abbiere esatto, scopi bot. Auch Mirko Rosanort zeigt kurzem den elektronischen Service via iPad und Dropbox. Er war zu Beginn ziemlich skeptisch. Questo scetticismo iniziale in parte si è sciolto e per la rimanenza l'esperienza è positiva. Devo ancora comunque abituarmi e apprendere il funzionamento di questo apparecchio. Indubbiamente è un passo avanti e potrebbe essere molto più utile del vecchio sistema cartaceo. Alle Sessionsunterlagen werden vom Ratssekretariat in einem Dropbox-Ordner bereitgestellt. Die Verschlüsselung der Daten auf Dropbox erfolgt nach dem IS-256-Standard. Dieser Standard wird auch von Banken zur Sicherung der Kundendaten verwendet. Die Mitglieder des Grossen Rates können sich nun mit ihrem Passwort bei Dropbox einloggen und die Unterlagen einsehen. Die Frage der Sicherheit war eigentlich von Anbeginn weg eine zentrale Frage, ein zentrales Element. Denn einigermaßen sicher muss das ganze System sein. Und wir handhaben es so, dass sensible Daten werden nicht elektronisch weitergeleitet oder hochgeladen. Da betreiben wir nach wie vor Postversand. Ergänzend muss man schon sagen, die Unterlagen, die den Grossen Rat betreffen, die werden ja alle publiziert, öffentlich zugänglich gemacht.